Willkommen zurück zu Let's Play Twilight Princess für den Gamecube. Und ja, im letzten Part haben wir mit Zelda gesprochen. Und Midna hat ihre Kraft wiederbekommen. Wir haben den Wassertempel vollbracht und müssen uns jetzt vom Fluch befreien. So, und das machen wir folgendermaßen. Wir müssen erstmal in Richtung Süden. Und zwar zum Wald von Pirone. Denn dort liegt das Masterschwert und das kann uns befreien von unserem Fluch. So, und danach, ja, ich sag's euch schon mal, danach geht's erstmal an die okkulte Künstlersuche. Denn ich muss mir noch ein Schild kaufen, damit ich diese okkulten Künste auch erlernen kann. Marionetten. Warum müssen es Marionetten sein? Wieso können es nicht einfach so komische Schattenwesen sein? Nein, es müssen Marionetten sein. Ja, alles sweet. Hast du mich gerettet? Vielen Dank. Jenseits dieser Schlucht habe ich einen wunderschönen Wald entdeckt. Aber als ich versuchte, ins Innere des Waldes zu gelangen, griffen mich plötzlich diese Kerle von ihm an. Was mag in diesem Wald nur sein? Etwas ganz Wundervolles, das wir uns jetzt holen werden. So, aber zuerst müssen wir in den Horrortunnel. Gibt es noch einen Wald? Wie ist Wacky? Sollen wir uns den mal ansehen? Natürlich. Wollen wir uns den mal ansehen? Nein, ich möchte gern schon mal nicht abstürzen, sondern ich möchte gern der River. Zack. So, und damit kommen wir mal in ein ganz neues Areal. Filmus! So, schön warten, bis die Brücke sich gedreht hat. Und dann machen wir die Baumstämme hinten. Und dann sind wir schon mal im neuen Areal angekommen. Na, immer mit der Ruhe mit mir. Wir sind gleich im neuen Areal. So. Balanceakt. Schön vorsichtig. Und hier gibt es noch eine Kleinigkeit zu holen, und zwar ein Lied. Okay. Das ist doch hier vom Kokiri, so ein Lied von damals von Sally. Und das war's. Du sollst einen der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Und zwar um Hyrule-Stadt. Wir sehen auch gleich wo. Genau, da unten. Direkt auf der Ebene. So, gehen wir mal ins neue Gebiet. Heiliger Hain.
Ah, schönes Areal hier. Oh, da gibt's noch was zu lauschen. Perfekt. Na, kommt euch bekannt vor? Richtig, Zeldas Wiegenlied. Und natürlich wieder mal muss es dann passieren, wenn ich gerade aufnehme. Kurzen Cut. So, und auch schon weiter geht's mit den hässlichen, komischen Marionetten. So, die spawnen mal wieder. Das heißt, die zerstören würde nichts bringen, außer ein paar Herzen und so. Okay. Was müssen wir machen? Wir müssen dem Horror-Kit folgen. Ja, das... Was ihr gerade gesehen habt, nennt sich Horror Kit. Und er führt uns dann zum Masterschwert hin. Oh Mann, die komischen Dinger hier gehen mir richtig auf die Klötze. Ja, wir sind richtig, wir müssen ihm folgen. Da oben ist er. So, das war Nummer 1. Natürlich muss er wieder verschwinden. Ja, ich kann leider keine Büsche zerstören. Allerdings ist es gerade irgendwie egal. Übrigens, ihr müsst den Tönen seiner Panflöte folgen, wenn ihr ihn erwischen wollt. Ihr könnt ruhig mal Energie droppen. Mal sehen, wo ist er jetzt? Also die Richtung scheint zu stimmen. Er muss hier irgendwo oben sein. Ich habe das damals gar nicht verstanden, wie man den macht. Heute weiß ich, dass man den komischen Tönen folgen muss, um ihn zu finden. Problem ist nur gerade den Weg dahin zu finden. Boah, die Puppen gehen mir so auf den Sack. Lasst mich in Ruhe. Ah, der ist genau über mir. Ah, verschwindet. Verstaubt. Ich glaube, das Ganze ist nur ein Test für uns. Ja, so wie er seine... So wie er sein Flötenspiel verändert, erscheinen auch die Puppen immer neu. So, da müssen wir jetzt hoch. Dann werden wir ihn auch gleich wieder treffen. Nein, 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 weg, 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 weg. Verschwinde mit deinen Puppen. Oh Gott, jetzt habe ich gar keinen Plan, wo ich ihn irgendwie finden kann. Vielleicht hinter einem Wasserfall, wo es vielleicht hochgeht. Ja, das kann sein, dass sie richtig ist. Ah, lass mich mit deinen Puppen in Ruhe. Okay, da ist er. Hör auf zu spielen! Ich finde das Ganze sehr, sehr lustig.
Ich habe noch eine Fee in petto. Die kann ich dann benutzen. Und ich glaube, ich werde sie auch gleich verbrauchen. Damit diese penetranten Puppen einfach auf die Nerven gehen. Ich weiß schon, warum ich keine Puppen und Marionetten leiden kann. Außer Pinocchio, der ist eine Ausnahme. Die Viecher gehen mir so auf die Klötze. Das Schlimmste am Heinz sind diese Viecher. Jetzt ist er da oben natürlich. Richtig, jetzt muss ich da hoch. Er macht nämlich die Tür auf. Das Ganze scheint echt nur ein Test zu sein von ihm. Oder für uns. Von ihm für uns! Och nein! Och Mann, warum nicht getroffen? Nochmal. Na, es ist nicht ganz so schlimm wie die Tränensuche bei Skyward Sword, aber dazu kommen wir später noch, wenn das Projekt läuft. So, jetzt treffe ich dich aber volle Kanne. Ich sehe meine Fee schon verschwinden. Ich sehe meine Fee echt schon verschwinden. Wetten, dass ich meine Fee verliere? Ich sehe, ja, spätestens jetzt, weil ich weiß, was jetzt kommt. Schon creepy, so ein Horror-Kit. Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde sie schon creepy. Verdammt, ich hatte keine Fee. Oh, verdammt. Wo fangen wir an? Och nein, nicht hier schon wieder am Anfang. Doch hier. Das kennen wir schon, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch nicht. Jetzt kommen die Marionetten wieder. Ah ja, die haben Herzen fallen lassen, das ist nett. Das waren mal nette Puppen. So, hier war jetzt zuerst. Zack. Das kann man leider nicht wegklicken. Ah, da staunst du was. Bloß weg. Okay, Wasserfall war, glaube ich, hinter dem Wasserfall. Da noch nicht. Oh, wie penetrant schnell diese Puppen sind. Das ist ekelhaft. Lasst mich in Ruhe.
Wasserfall, Wasserfall, wo ist der Wasserfall? Ich glaube hier, oder? Ja, da oben ist es. Da oben sitzt er. Steht da. Oh, Puppen, Puppen, Puppen. Geht weg, Puppen. Weg, 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 weg. Rauf, 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 rauf. Und rückwärts. Ja, verzieht sich mal wieder. Wird uns aber gleich angezeigt, wohin er kommt. Das ist nämlich hier, ne? Ich glaube, noch eins weiter. Ihr merkt schon, der Kleine gibt ja ordentlich den Takt an mit seiner Musik. So, jetzt war es ja so, dass wir nach oben mussten. Ich mag deinen komischen Test nicht. Absolut nicht. So, komm. Renn, 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 renn. Und schlag. So, jetzt kam ja die Phase. In der wir ihn mehrfach treffen müssen. Nämlich die Phase in der Ruine. Das klicken wir mal weg. Das kennen wir schon. Na, ah, ist manchmal ganz schön schnell der Bengel. Ach, Mist. Warum hast du diesen Schlag nicht gemacht? Oh, Herzen, danke. Ja, ich weiß, ich kann sie nur so zerstören, wenn ich sie mehrfach angreife. Okay, neue Strategie. Ich warte, bis er die Dinger spawnt, kletzt zu ihm hoch und... Warum greifst du nicht an? Ja, ich weiß, ich kann sie nur so zerstören. So, Treffer. Wenn er pustet, ist er für einen kurzen Moment beschäftigt und das ist die Chance zuzuschlagen. Wenn Link es natürlich schafft, seine Attacke in dieser Zeit auszuführen. Nein, wir müssen warten, bis er... Wo ist er jetzt? Na, wieder ganz woanders. Klasse. Das ist ein Herz. Alter, lass mich in Ruhe.
aus mit dem Gespürmodus. Oh, kletter doch! Na, geht doch. Langsam wird's eng. Oh, ich brauche Energie. Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Ich habe hier nur gerade ein bisschen Probleme. Ach, geschafft. Ich wollte zu unserem Kletter. Hihi, fang mich doch. So, Test bestanden, würde ich sagen. Auch wenn es ein bisschen nervig war. So.